So, wir haben hier die NZ41 mit dem Bajonett, müsste es sein, wenn ich das richtig sehe. Und hier beleidigt schon jemand andere Leute als Cheaten Noobs. Das ist scheinbar gerade auch nicht ganz gut balanced. Und especially ex. Boah, ich hasse das. Also auf jeden Fall soll ich der Cheater sein. Warte mal. Da muss ich mal ganz kurz was gucken. 20 Abschüsse, 0 Tode. Ah, jetzt beginnt das Gameplay. Ich wollte wohl nur mal kurz das einblenden. Ich war gerade sehr irritiert davon. Gut, dann haben wir jetzt hier das Gameplay, in dem ich als Cheater betitelt werde. Das ist natürlich mal wieder so typisch, dass jemand, der keine Ahnung vom Spiel hat oder total schlecht ist, mich als Cheater betiteln muss. Das ist aber, ist halt so. Auf jeden Fall, ich räume ziemlich relativ, oder, na, ziemlich gut auf, ist jetzt falsch. Ich räume relativ gut die Gegnermassen auf. Die meisten sind, wie man ja auch sieht, nicht gerade die besten. Die laufen mit dem Rücken zu mir oder drehen sich nicht mal um. Da kann ich mit dem Bajonett easy knifen. Hab natürlich hier meinen kleinen, meinen Boost, den ich regelmäßig zünde, sofern ich kann. Ich meine, der ist sehr praktisch und ja, ab und zu kriegen die mich auch. Also wäre ich wirklich ein Hacker, so wie die es gerne hätten, muss ich ja ganz offen sagen, dass ich gar nicht sterben würde. Würde ich hacken, würde ich serious machen, also richtig reindonnern und nicht nur so ein bisschen ja, ich kann ja um die Ecke, ich sehe, wo du bist oder so. Nee, ich würde wirklich dafür sorgen, dass man mich nicht kriegt. Aber gut, wenn die Leute meinen, dass ich hacke, defensiv spielen tue ich auch, wenn ich weiß, da kommen noch welche auf mich zu. Warum sollte ich mich bewegen und mich dadurch zu einer mir ein paar Probleme machen? Ich könnte ja auch einfach, wie man hier sieht, denn kurz campen, kurz warten. Es ist legit eben mal ein kleines Sekündchen zu warten. Und ich weiß jetzt nicht, was ich hier mache, aber ich pushe tatsächlich. Mörser-Team in Position. Wartet auf Zielinformation. Und naja, Bajonett halt. Ich glaube, der hat mich da gerade schon wieder beleidigt. Ich habe es nicht genau gesehen. Aber das sah aus, als ob er mich beleidigt hat. Und auch diese Situation, warum sein Kumpel Nickes oder wie der heißt, nicht auf mich geschossen hat. Das war irgendwie wieder so eine dieser Situationen. Da denkt man sich so, okay, da ist ein Teammate hinter mir. Der wird schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Aber man kann sich in COD nicht auf seine Teammates verlassen, außer es sind Leute, wo man weiß, die sind gut. Weil selbst wenn man in einem Clan ist, selbst in einem guten Clan oder in einer Gruppe bringt es nichts, sich auf jemanden zu verlassen, wenn diese Leute schlecht sind. Selbst wenn man weiß, dass es ein Clan ist und so. Ein Callout bringt, rettet einen auch nicht immer die Leben. Da braucht man vielleicht schon eine Person, die nach hinten deckt, weil man kann auch mal gerade von vorne angegriffen werden. Dann braucht man wirklich jemanden, der auch noch von hinten kommt, deckt und bla 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 bla. Man kann nicht immer nach hinten und in alle Richtungen gucken. Das ist halt so. So, boosten oder dann raufklettern, hätte ich gemacht, aber wir werden leider abgefangen. Ah, das hier sieht aus wie die Szene, wo ich als Hacker betitelt wurde. Und ich habe hier bei mir in dieser Szenerie gerade Standbilder gehabt. Zum Glück haben die dich wieder gefangen. Ich hoffe, dass das nur ein Renderfehler war. Aber noch sehe ich nicht, warum ich ein Hacker sein sollte. Also, schreibt mir doch in die Kommentare, weswegen man wahrscheinlich denken könnte, dass ich ein Hacker oder ein Cheater bin. Einfach mal mit einem Zeitstempel, damit ich weiß, wo man vermuten könnte, oh mein Gott, das war ein Hacker-Move, weil der hat mich noch nicht mal mit der Pistole einmal getroffen. Und der sitzt da und guckt mich eine Weile an. Also ich bitte euch. Das sind so typisch die Anfängerspieler und so, wo ich mir nichts dabei denke. Und wir waren weniger, wir waren denen unterlegen, zahlentechnisch. Ja. Ich find's lustig, Leute in C4 laufen zu lassen oder in die TNT-Ladung. Das ist immer lustig anzusehen. Oh, ich habe eine Armbrust. Oh ja, meine Killcam. Und der schreibt Noobs, obwohl wir gewonnen haben. Ah, er ist vielleicht. Er meint sich selber. Euer Remske, haut rein.